Ja. Ja, ist ein großes Gebiet. Obwohl, so groß doch tatsächlich gar nicht, wenn es da hinten schon ist. Naja, es sind trotzdem ein paar Level. Internationale Polizei, wir müssen weiterspielen, müssen gucken, wie die Platin-Nuzlocke läuft und Allgemeinwissen ist jetzt dran. Let's go! Hast du Allgemeinwissen? Ich muss schauen, ob du wirklich schlau bist, weil sonst kannst du nicht mehr internationale Polizei, weil die nationale Polizei braucht der langen Kurs in die Kuh. Ja, okay. Frage 1. Wie heißt der Heilzauber des Priesters? Heilung, würde ich sagen. Natürlich, Peilung wäre natürlich auch dumm gewesen. Frage Nummer 2 der internationalen Polizei. Hier. Diese Frage ist Frage Nummer 2. Sehr schlau. Du merkst es, solche Dinge. Internationale Polizei ist sehr stolz auf dich. Aha. Frage Nummer 3. Welches dieser Monster trägt eine Brille? Der Magikobold. Also wirklich, es tut mir wirklich leid, dass ich andauernd diese Frage und Test stellen muss, aber die internationale Polizei sagt, ich soll das tun. Oh, ich liebe dich. Ja, oh, bye bye. Haha. Die internationale Polizei ist. Nein, es sind drei Level schon. Ja, die internationale Polizei ist sehr seltsam, wie man sehen kann. Die Reinraumfabrik. Abmarsch! Wollt ihr meinen neuesten Witz hören? Wie nennt man einen verunsicherten Ninja? Nun ja! Hilfe! Die Hintergrundgeschichte, warum ich diesen Witz weiß, eigentlich kenne ich gar keine Witze, aber Teddy und ich haben uns mal über Witze lustig gemacht. Da haben wir mal. Habe ich halt, glaube ich, mehrere. Ich glaube, 20 Minuten lang schlechte Witze vorgelesen. Und sie waren alles richtig schlecht. Und diese Ninja-Witz, den hab ich am meisten gefühlt. Das war der lustigste Witz, meiner Meinung nach. Er war so schrecklich. Der beste Witz war aber. Streiten sich die PlayStation und die Xbox. Hört man plötzlich einen Alarm. Wiu, wiu, wiu. Ich mochte den Witz, der war lustig. Ah! Xenoblade! Warum dancet ihr da? Ich fühle es, ihr dummen Idioten. Ich hasse euch alle. Wollt ihr meinen neuesten? Nein, bitte nicht. Wisst ihr, da geht ein jagt ein Jäger zwei Waschmaschinen im Wald. Er schießt beide mit einer Kugel. Die eine Waschmaschine hat aber überlebt und die andere nicht. Warum? Weil Waschmaschinen leben länger mit Qui-Gon. Können wir bitte Grimsley aus dem Team werfen? Du-du-du. Du-du-du. Bap-bap-bap-bap. Ba-ba-ba-da-bam. Ich liebe die Musik in dem Wolkenheim. Ha! Ha! Hier meine Formel! Haha! Ha, grüne Kotze! Ha! Wer zuletzt lacht? Lacht am besten! Denn Sperling ist mein Lieblingsforscher und an den kommt keiner ran. Das hast du schön gesagt, Xenoblader. Ob dieser Astor Grimsley irgendwelche Geheimnisse hat, dieser dumme Idiot? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Bäm. Du-ab-du-a. Nee, ich mach noch weiter. Keine Sorge, Spiel. Keine Sorge. Was haben wir denn zu futtern? Kobold-Schinken für Sperling. Hier, Sperling. Oh, ich liebe diesen Schinken. So gut, so delikat. So, muah, Chefkäse. Okay, ihr liebt das hier. Ja, gut, dann hier Z. Danke, Chef. Skorpione war die liebe Speise von Xenoblade. Fisch liebt Franziska. Franziska liebt Fisch. Hier auf Xenoblade noch. Robosaft, das stärkt die Abwehr. Jumu. Ja, das schmeckt gut. Dann kannst du gleich nochmal haben. Ja, es macht auch satt. Und der Stacheleintopf, Magie und Abwehr für Franziska. Franziska ist schon satt. Noir hier. Ja, ist ganz lecker. Das heißt, du brauchst die Ausrüstung am dringendsten, würde ich sagen. Ein Nietenkostüm. Ja, Franziska ist schon eine Niete, dem stimme ich zu. Wie heißt das, eine Niete? Ich bin sexy, geil, gut aussehen und peitschig.
3700 und 3300 Sternpfanne. Der Gourmet Lumark gesagt, mit einer Sternpfanne kann ich Sternenteile kochen. A la Xenoblader. Ich rieche es jetzt schon. Ich rieche nichts, aber ist okay. Man kann das Blumenkleid bekommen, also... Oder ein Ausflugticket, ja. Vielleicht auch mal wieder den Nachthimmel. Ich hätte gerne mal wieder den Nachthimmel. Nachthimmel existiert nicht mehr. Weiter geht's. Ich trinke mal einen Schluck. Der Aufbau ist seltsam. Aber okay, warum geht man die Umwege, als ob da eine Wand ist? Hab los! Grimsley hat einen tollen Modegeschmack, aber sein Humor ist... Uff. Hallo, ich bin Stahlskorpion. Robopengi, Altroboter. Hier, lass es brennen. Ich würde sagen, Grimsley ist schon ein guter Forscher. Wahrscheinlich noch besser als Sperling bis jetzt. Hotte Hü einsetzen. Lassen wir es krachen. DJ Chef ist in the house. Ihr wollt krachen in the carrots. Ich habe hier Karotten mitgebracht. Ess das. Friss, 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 friss. Baba, bum. Das war DJ Chef mit seinem Hit Karotten für die Welt. Richtig krass. Yeah. Er hat irgendwas gelernt. Irgendwas für scharf, glaube ich. Pikant. Ist Viridi berühmt? Ja, ich komme aus dem berühmten Kid Icarus Uprising, was man bald wieder einen zweiten Teil braucht. Ich habe Pit bekämpft. Ah, fast fertig. Ja, ich setze mal die Streuer ein. Franziska, du brauchst HP? Ah, tut mir leid. Ich finde den Streuer gerade plötzlich nicht mehr. Laserzeit. Ich helfe dir, du dummer Idiot. Ich helfe dir auch, Cheffe. Ich esse Banane. Schau, Xenoblader. Festmahlzeit ist es. Es ist das geilste Mal, was ihr je hattet. Es ist Gefängnisinsel. Das ist ein komischer Name, aber für meine Forschungen habe ich mir auch gute Namen gedacht. Wer zuletzt lacht, lacht am besten Omat. Das ist ein sehr schöner Name, Grimsley. Exo, nimm das. Wir haben ganz toll gekämpft. Und für Viridi gibt's das hier. Viridi ist ein Goldstück. Ich liebe Goldstücke. Ha. Ha, habe ich irgendwas im Gesicht, du dumme Idiotin? Ja. Slap! Da war ein Fussel auf deiner Schulter, der mich schon die ganze Zeit genervt hat. Ich hasse Fussel. Oh, danke, du dumme Idiotin. Fass nie wieder meine Schulter an. Peitsch. Gut, haben wir das Level zumindest geschafft. Bis jetzt sind die Level noch angenehm. Wo sind die 5000er Level? Oh nein, wer ist krank? Ich bin krank geworden. Es tut mir leid, der Fussel war vergiftet. Franziskas Rache. Bam, bam. Morgen, Wendy. Streichel. Süß. Naja, okay, ich glaube, ich wechsle mal das Team durch. Z mit Yumu, Franziska kann mal was mit Teddy machen. Dem ich doch gar keine Freundschaft. Sperling könnte mal zu... Ja, kann eigentlich mit Zero bleiben. Es passt eigentlich, es passt. Hat jemand eine schlechtere Pferdefreundschaft als... Yumu hat eine schlechtere Pferdefreundschaft, aber die Freundschaft zu Z ist doch zu gering, deswegen werde ich es mal lassen.
Okay, und da jetzt Viridi erstmal weg ist, würde ich sagen, nehme ich erstmal wieder Teddy ins Team. Bis Viridi wieder gesund ist. Okay, der Weg führt irgendwie nur zur Truhe. Okay, gut zu wissen. Vorwärts, Marsch, du magst Xenoblader. Beleidigungen sind bei euch üblich, oder? Ja, schon. Sehr üblich. Höllenhotdog. Lecker. Jetzt habe ich Bock auf so einen richtig geilen Hotdog mit geilem Brötchen. Wenn man das nicht zu oft isst, ist das richtig schon echt geil. Schmeckt echt gut. War eine schwere Map, muss ich sagen. Muss ich schon sagen, war echt hart. Ich bin fast gestorben. Hast du auch alles weggefuttert, du Süßi? Oh, das freut mich. Hast du gut gemacht. Da. Gut, dann haben wir zumindest schon ein paar Level geschafft. Ich glaube, dann mache ich schon mal das Truhen-Level hier. Döp. Dödö. Abmarsch. Wir halten zusammen. Ganz fest zusammen. Das stimmt, Teddy. Die Truhen sind hier so grell, würde ich sagen, oder? Oder bilde ich mir das ein? Klingt man wahrscheinlich daran, weil der Ort allgemein grell ist, oder? Hatzia, Tori! Hier sind doch irgendwie noch... Hui! Eine super Uniform für Xenoblader. Freut mich für den Xenoblader. Ein wahrer Chefkoch bin ich. Ich zaubere euch die besten Bionis-Mechanis-Künste der Welt. Ich weiß zwar nicht, was ein Xenoblado ist, aber... Das klingt nett. Oh, 5000! It's over 9000! Gut, das ist nur 5000, aber ist egal. Teddy, du wolltest schon immer ein Prinzen-Outfit haben. Denn ich bin ein schöner Prinz, oder? Das stimmt, Teddy. Und auch eine schöne Prinzessin kannst du sein. Teddy ist da und tanzt mit euch überall. Was haben wir in der Spielhalle zu gewinnen? Ein paar Ausflugtickets anscheinend. Ein Blumenkleid kann man einmal probieren. Ich mach mal irgendwie random. Ich mach mal mit Augen zu und nehme dich. Reisepass, Geld, frische Unterwäsche und Selfie-Stick. Komm, die Reise geht los, Zettilein. Ich habe gehört, du stehst auf Chefe. Und ich habe gehört, du stehst auch auf Chefe. Wie, mein Geheimnis? Das ist mein Geheimnis. Ah, so schön hier. Die Sonne! Ich vernichte die Sonne. Ich klaue sie euch weg. Hier, seht ihr, ich habe sie geklaut. Es ist nur die Sonne untergegangen. Nein, es war spitze. Ich als Eis wäre fast geschmolzen. Ich bin Zett, ich bin einfach super wunderbar. Und weiter geht es. Ba, ba, bam. Okay, jetzt müssen wir den unteren Weg doch gehen. Und dann sind wir fertig. Bap, bap. Auf geht's. Ich werde Grimms nicht zeigen, was ich drauf habe. Er ist nämlich mein Husbando. Ha. Faszinierende Gegend hier. Hier glänzt und glitzert alles. Ha, das ist es wohl. In dieser Gegend werden Roboter hergestellt. In meiner Fabrik, und zwar nur die allerbesten Hightech-Grimsley-Botter. Oh, das ist so geil wie Butter. Für so feine Roboter braucht man auch eine sehr fein saubere Gegend. Verstehe. Selbst das allerkleinste Fitzelchen Staub, Franziska von Karma, ist hier strengstens verboten. Gut, dass meine Klamotten frisch aus der Reinigung kommen. Ja, wir wollen doch keinen Kurzschluss erreichen, oder? Leute zum Lachen zu bringen ist Wir werden unterbrochen. Hey, ich bin der Unterbrechskorpion mit meinen Freunden Robopengi A und B. Tja, ist to be. Wie soll ich sagen? Too bad? Der Witz hätte von mir stammen können. Ich sing für euch. Dance mit mir. Laser. Schau mal her, Xenoblader. Ich feuere ab.
Franziska von Karma Pizza. Bye. Ich sagte bye. Bye. So macht man das, Grimsley. Nicht beeindruckend, aber beeindruckend. Stehe ich im Weg? Nein. Meine Witze sollen euch doch erhellen. Hallo. Wir sind eine ganze Armee. Oh je, also das ist eine böse Armee. Cheffe, pass auf. Oh. Jetzt meine HP-Banane. Warte. Hier eine gebratene Banane. So geil wie noch nie. Radioaktiv, wie Nudel es sagte. Ja, so radioaktive Bananen? Da-da-da-da-da-da-da-da. Feuer! Xenoblader! Ha! Und ich pick sie an, in den Po, und du bist wütend, nicht mal wütend auf mich. Laser-Time! Mm. Musst du kacken? Nein, das ist mein Laser. Teddy! Sie wurde vergiftet. Wir müssen sie heilen. Stopfen wir sie auch noch voll. Stopfen wir alle voll. Rasten wir aus und vernichten sie. Ja! Angriff! Los, Teddy! Ja, Grimsley, bist du beeindruckt? Bist du beeindruckt? Ja, Grimsley. Grimsley hat einen tollen Modegeschmack, das muss man schon sagen. Hey, die Maps sind alle angenehm. Was ist denn mit den Maps los? Das gefällt mir. Ich bin bereit. Ich bin in Form. Viridi ist fühl. Sehe ich wieder besser. Enorm. Ich mach's sauber. Ich bin motiviert. Pam, pam. Baum. Was gibt's bei der Spielhalle? Stechpalmenblatt. Ja, okay, kann ich einmal probieren. Wir bekommen aber Törtchen. Ich probiere es aber gerne nochmal. Eine Komfortreise. Ich mach die Augen zu. Und ich nehme dich. Reisepass, Geld und frische Unterwäsche. Schon wieder der Fehlende Urlaub bei Zufallsprinzip. Ich freue mich, komm. Als Eiscreme möchte ich dich schmelzen. Ach, derselbe Urlaub, ich mochte ihn. Diesmal habe ich eine Waffe gebaut, die die Sonne zerstört. Psst. Siehst du, Jumbo? Ah, dieser Mann, der war so hübsch. Mann, es war spitz und ich bin nicht geschmolzen. Wir hinterfragen das Ganze mal nicht. ...4.600... Schiffe rastet aus. Dann, Franziska, bist du die Glückliche. Ich hoffe, diesmal kaufst du aber keine HP-Bananen. Dummer Idiot! Natürlich kaufe ich eine HP-Banane, weil die sexy. Oh, 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 oh. Teddy, du möchtest ein Herzchen-Mikrofon haben? Ja, damit kann ich super toll singen. La, die Liebe kann nicht warten. Mit meinem Herzchen-Mikrofon. Passt ja perfekt, passt ja perfekt. Herrschersuppe für Cheffe. Oh, ich fühle mich herrscherig. Höllenhotdog. Na! Oh. Sperling, was sagst du dazu? Leckere Torte sind lecker. Xenoblätter? Ja, das schmeckt gut. Jumo? Lecker. Ja, und Skorpion kann ich noch einschieben. Viridi, magst du Skorpione? Ja, die sind lecker. Überraschend. Hühnchencurry für Franziska. Ich liebe diesen dummen Hühnchencurry. Robosaft für, Reploids. Ja, ich fühle das. Rostschwänzel für, ja gut, Zero meinetwegen. Und Fisch für Noir. Hey, der Fisch schmeckt gut. Teddy? Ich werd wie Lana. Freut mich, freut mich.
So, Teddy, du kannst mal kurz wieder rausgehen, denn Viridi ist wieder da und ist auch underleveled. Badabadabadam. Ui, das ist schon ein bedrohliches Level, wenn das schon so angekündigt wird. Bap, bap, Abmarsch! Läuft alles wie im Schnürchen? Entschuldige, was hast du gerade gesagt, du dumme Idiotin? Zoll hier, nicht wahr? Nur denn, mein ganzer Stolz ist da. Wo findet man hier noch gleich Juwelen? Ach du meine Güte, ich fühle mich plötzlich so schwebend. Ich werde zum Roboter. Grimsley! Der Grimsley-Roboter. Ich muss euch platt machen. Wollt ihr schlechte Witze hören? Wie nennt man einen Spast? Genau, Cheffe! Hä? Horst ist zur Stelle! Der Schutzstreuer! Nutze dieses mysteriöse Streu, um dich zu schützen. Der ganze Angriff wird aufgehalten. Viel Erfolg! Danke! Oh heiliger Horst! Wir wurden geschützt! Ich habe sowieso drauf gewartet, bis das endlich kommt. Leute, ihr wisst, was das heißt. Wir haben einen Boss. Wir rasten aus. Yeah! Greift an mit voller Wucht. Ich helfe dir, Zangangriff. Ja, yeah, let's go. Abschuss! Oh, dieser Schmerz hat geschmerzt. Ah! Los, Viridi! Ich helfe dir auch, du dumme Idiotin. Ich bin eine dumme Idiotin. Aua. Mann, nimm das, eine Bratpfanne in dein Gesicht. Das fand ich nicht sehr nett. Wie nennt man einen Laserstrahl? Strahl. Hahaha. Das war gar kein Witz. Doch, das war ein Witz. Ihr müsst lachen. Lacht endlich über meine Witze. Ja, Zuschauer, auch du. Ich weiß, dass ihr mir zuhört. Lachen, lachen. Ihr lacht doch. Lachen, lachen, lachen. Error, error, error. Lachen, lachen, lachen. Ich brauche einen Witz. Ich sollte eine Witzseite öffnen. Hier, ich google schnell nach einem schlechten Witz. Franziska ist wieder wach. Hallo. Nein. Warte, ich guck kurz nach einem schlechten Witz, den man kurz vorlesen kann. Hier, schlechtewitze.com. Okay, das sind alles rassistische Witze. Die unterstütze ich nicht. Wartet kurz. Hier, Flachwitze. Witze zum Totlachen. Ja, da kommen wir her. Witze Top 10. Witze Top 10. Okay. Ich suche einen guten Witz raus. Lustig und mit O-Effekt. Nummer 6. Tochter, Mami, bin ich ein gewolltes Kind. Mutter, das Einzige, was ich wollte, war meine Schuhe zu binden. Hahaha. Bitte töte die schnell. Da steht so lustig. Hat mich tatsächlich so eine leicht bekleidete Dame am Bahnhof angesprochen. Sie meinte, für 30 Euro macht sie alles, was ich will. Jetzt rate mal, wer heute bei mir den Laminatboden verlegt. Hahaha. Bring die nun bitte. Bitte so schnell wie möglich. Bitte, Xenoblade, los. Nein, meine Witze. Ich habe hier noch einen lustigen Spruch. Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst? Meine Schulbildung war kostenlos. Deine umsonst. Tschüss. Also, die Witze, die ich mit Teddy damals gelesen habe, die waren besser. Und die war ja wirklich schlecht, wirklich. Das war ja seltsam. Aber mein Humor ist immer noch da. Haha. Bin ich wieder ein Normaltyp, aber obwohl ich gar kein Normaltop 4 war. Ausgerechnet ich, Meister der Robotik, Meister der Witze, wäre beinahe ein Roboter-Witzbotter geworden. Ha! Wer hätte das für möglich gehalten? Jetzt aber zu deinem Anliegen.
Wo war das Ding hier? Na, nee, nee. Hier. Ich glaube, das ist das, was du suchst. Ja, ist es. Das Nasi-Juwel. Wenn das so ist, dann bitte sehr, nimm es. Vielen Dank. Entschuldigung, ich muss meine Witze üben. Endlich! Wir haben alle vier Juwelen beisammen. Hip, hip, hopp, hurra! Jetzt können wir den Himmelsturm betreten. So ein bisschen mulmig wird mir ja schon bei dem Gedanken. Leute, nehmt euer Herz in beide Hände. Auf geht's! Ich möchte nie wieder Witze lesen. Das war ja schrecklich.